Ja, das Thema des heutigen Abends ist Frauen und Spiritualität. Zwei große Begriffe. Was sind Frauen? Was ist Spiritualität? Ich fange mal mit dem Leichteren an. Was ist Spiritualität? Ja, ist auch nicht leicht, aber leichter. Was ist eine Religion? Was ist Spiritualität? Spiritueller Zustand, ein meditativer Zustand, wäre der buddhistischen Interpretation zufolge ein Zustand, wo wir wach, klar blickend und entspannt, ruhig, friedvoll sind. Und Religion und Spiritualität im engeren Sinne soll uns Methoden an die Hand geben, uns dabei begleiten, diesen Zustand uns anzunähern. Und die Religion, die Tradition ist lebendig, die spirituelle Bewegung, wenn sie das kann. Und sie ist tot, wenn sie darüber redet, uns aber diesen Zustand nicht näher bringt, würde ich sagen, sagt der Buddhismus. Ja, was bringt uns nun diesem Zustand der Wachen, Entspannung, der Klarheit und der Ruhe näher? Die Wege sind verschieden. Der Buddhismus schlägt vor, schau dir dein Leiden an, schau dir an, worunter du leidest, stell dich deinem Leiden, lauf nicht weg davon, verdränge es nicht, rationalisiere es nicht weg, kompensiere es nicht, meditiere es bitte auch nicht weg, sondern stell dich deinem Leiden, erkenne es, erfahre es. Dann wirst du auch den zweiten Schritt machen können, zu erkennen, was die Ursachen von Leiden sind. Und auf den kürzesten Nenner gebracht, sagt die buddhistische Tradition dazu, es anders haben zu wollen, als es ist. Sich gegen die Situation, wie sie ist, zu wehren, sie abzuwehren oder sie festzuhalten. Also das, was ist, Rückenschmerzen, Sonnenschein, Erinnerungen, eine gute Suppe, stinkende Autoabgase, ein inspirierendes Wort, Bäume, Meditationsbänkchen, Kirche, Nachbarn, Streitereien, nicht zu nehmen, wie sie sind, sie klar und wach und so entspannt wie möglich wahrzunehmen, sondern sie wegzuschieben, abzuwehren, nicht wahrhaben zu wollen, oder aber, wenn es eben angenehme Gefühle erweckt, festzuhalten oder Angst zu kriegen, dass es gleich wieder vorbei ist. Das schafft Leiden, sagt die buddhistische Tradition. Und in anderen Worten reden viele Religionen ähnlich. Wir können also die Ursachen von Leiden dadurch erkennen, dass wir uns dem Leiden stellen. Was die meisten versuchen, ist, die Ursachen zu vermeiden, indem sie weglaufen. Möglichst nicht übers Leiden nachdenken, es wegschieben. Buddhismus sagt, nur wenn du das Leiden wahrnimmst und erkennst, in allen Facetten, wenn du alle Erfahrungen wahrnimmst, erkennst, dich ihnen stellst, so wie sie jetzt sind, dann hast du eine Chance, den Zustand von Klarheit und Entspannung, von Ruhe und Einsicht kennenzulernen. Das wäre die dritte edle Wahrheit, die der Buddhismus beschreibt, den Frieden. Nach einer Interpretation des Wortes Nirvana auch als Verlöschen bezeichnet, da ist die tibetische Tradition nicht mit einverstanden. Die interpretiert die Etymologie des Wortes anders und sagt, das kommt von einem Wort, was hinübersteigen bedeutet, also über das Leid hinwegkommen, es transzendieren. Die Etymologie der Tibeter gefällt mir besser. Was richtig ist, jetzt sprachlich, ist mir egal. Ich finde das Bild über das Leiden hinauskommen, es überwinden,
ein inspirierenderes Bild als verlöschen. Licht ausblasen. Ja, aber es scheint nicht so einfach zu sein, die Erfahrungen so zu nehmen, wie sie sind. Obwohl wir das alle verstehen, einsichtig, wie wir sind, vernünftig. Dazu braucht es Übung. Und das ist der Weg, die vierte edle Wahrheit. Und der Weg besteht darin, dass wir achtsam schauen, was wir tun, was wir sagen, was wir denken. Das ist in ganz kurzer Form die buddhistische Ethik. Achtsamkeit in Gedanken, Worten und Werken, sagt man in dieser Tradition. Achtsamkeit auf Körper, Rede und Geist, sagen die Buddhisten. Das ist der erste Schritt und ist die Basis von allem. Denn wenn wir nicht mitkriegen, was wir tun, was wir sagen und was wir denken, ist alles vergeblich. Dann turnen wir mit unserer Religion im luftleeren Raum, abgehoben von unserem Leben. Also Ethik, die Achtsamkeit für Körper, Rede und Geist, für die Gedanken, Worte und Werke, ist die Basis jedes Weges, sagen die Buddhisten. Und auf dieser Basis können wir uns sammeln lernen, das haben wir gerade versucht, können wir versuchen, Ruhe zu entwickeln. Und eigentlich bedeutet das, ein bisschen Frieden kennenzulernen, inneren Frieden. Ein bisschen innezuhalten in unserer rastlosen Jagd auf angenehme Erfahrungen und unserer rastlosen Flucht vor Unangenehmen. Das ist eigentlich Ruhe, Sammlung. Innehalten, nicht weglaufen, nicht irgendwo hinlaufen, sondern innehalten. Dann entsteht automatisch Ruhe, Frieden und Energie, Kraft, Konzentration. Und die brauchen wir, um die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist. Wobei Sehen viel mit unserer intellektuellen, sehbetonten Kultur zu tun hat. Das Bild Sehen. Es geht nicht nur darum, zu sehen, wie die Dinge sind, sondern zu fühlen, zu riechen, zu schmecken, zu empfinden, wahrzunehmen, zu wahren, die Dinge, wie sie sind. Ja, und warum geht es nicht? Intellektuell können wir diesen Prozess verstehen. Wir leiden, weil wir festhalten oder abwehren oder ignorieren. Wir verhindern damit diesen Zustand des Friedens, der Ruhe, der Klarheit. Warum ist das so schwierig, wenn man das so leicht verstehen kann? Tja, die Tradition des Buddhismus und jetzt der Erklärung, die ich heute folge, die Tradition des tibetischen Buddhismus spricht von vier Schleiern, die uns daran hindern, die Welt zu sehen, wie sie sind. Vier Schleier, die uns daran hindern, als Frauen und Männer in dieser Welt zu leben, uns selber so wahrzunehmen, wie wir sind, und die anderen so wahrzunehmen, wie sie sind. Das sind vier Arten der Unwissenheit, könnte man sagen. Und die tiefste Unwissenheit, das tiefste Nichtwissen, ist das Nichtwissen um unsere Buddha-Natur, sagen die Buddhisten. Das Nichtwissen, dass wir die Fähigkeit haben, alle Probleme zu überwinden und alle Qualitäten zu entfalten. Das ist eine kurze Definition von Buddha. Die Buddha, der Buddha. Von erwacht sein. Alle Probleme überwinden, alle Qualitäten entfalten. Wir wissen nicht, dass wir das können. Im besten Falle haben wir ein Konzept darüber, eine Vorstellung. Ja, wir haben alle Buddha-Natur oder der christlichen Tradition, wir sind alle Kinder Gottes. Aber ich schaffe das sowieso nie. Also im besten Fall haben wir ein intellektuelles Wissen davon, eine Vorstellung. Aber die buddhistische Tradition sagt, solange das nicht geahnt wird mit dem ganzen Sein, dass wir uns entwickeln können, dass wir die Anlagen in uns tragen, uns zu entfalten,
uns zu öffnen, für uns, für andere zu erkennen, zu fühlen. Solange wir davon keine Ahnung haben, ist jede religiöse Praxis Stümperei. Eine Religion, ein religiöser Weg soll uns also dabei unterstützen, Zugang zu dieser Entwicklungsfähigkeit zu gewinnen. Zugang zu unserer Buddha-Natur, wie es in der Tradition heißt. Und das ist existenziell wichtig. Ohne diesen Zugang, und es bedeutet ahnen, punktuell erfahren, spüren, können wir im besten Fall eine Religion verwalten, Methoden rezitieren, Texte rezitieren, Lieder singen, mechanische Übungen machen. Aber wir wissen nicht, um was es geht. Und in der Zen-Tradition sagt man ganz klar, die Praxis fängt an, nachdem man das zum ersten Mal erfahren hat. Dann ist man erst im Weg. Davor hat man ganz nebelhafte Vorstellungen, ja, irgendwie religiöse Entwicklung und so. Bevor man eine Erfahrung der eigenen Möglichkeiten nicht gemacht hat, bevor man keine Wesensschau erfahren hat, ist man nicht auf dem Weg. Da tanzt man ums goldene Kalb herum, verehrt vielleicht Bücher und Gedanken und Begriffe, weiß aber nicht, worum es geht. Das ist also der Kern einer religiösen Praxis, ist Zugang zu unserer Buddha-Natur zu gewinnen. Sie werden gleich merken, warum ich das so betone. Wenn wir keinen Zugang zu dieser Buddha-Natur, zu unseren Möglichkeiten der unbegrenzten Entwicklung haben, läuft der Rest des Ignoranzprogramms automatisch ab. Dann sind wir nämlich, also ohne diesen Zugang zu unseren Möglichkeiten, sind wir immer existenziell gefährdet. Wir sind existenziell verunsichert. Wir haben keinen Boden unter den Füßen. Und was machen wir, wenn wir keinen Boden unter den Füßen haben? Wir spannen uns an, wir verspannen uns, wir verkrampfen uns, wir versuchen festzuhalten, irgendwo. Und wir halten uns am einzigen fest, was wir haben, an unserem Denken, an unseren inneren Wahrnehmungsprozessen. Und wir haben da eine Fähigkeit als Menschen zu abstrahieren, zu verallgemeinern. Zum Beispiel zu sagen, Frau. Da läuft ein Wesen umher, mit einer Nase, zwei Augen, einem Mund, zwei Armen, zwei Beinen, primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen. Und wir können denken, Frau. Wir verallgemeinern. Kein Problem, solange uns dieser Vorgang bewusst bleibt. Das Drama beginnt, wenn wir diesen Vorgang der Abstraktion, der Verallgemeinerung vergessen und unsere Vorstellungen mit der Wirklichkeit verwechseln. Und das tun wir, denke ich, also wenn ich von mir ausgehe, fast immer. Bis auf kurze Momente, vielleicht in der Meditation oder bei einem Schock, da merken wir manchmal, dass unsere Vorstellungen und die Wirklichkeit nicht das Gleiche sind, dass da eine große Kluft klafft. Das Problem ist das Vergessen dieses Mechanismus der Abstraktion. Und die buddhistische Tradition ist ja da sehr radikal und sagt, alles, alle Sprache, alles Sprechen, alle Begriffe, alle Vorstellungen sind nur ein Finger, der auf den Mond zeigt. Und solange wir uns mit der Analyse des Fingers beschäftigen, ihn messen, wie lang er ist und ob er weiß oder schwarz ist und so weiter, solange wir den Abstand des Fingers von der Erde berechnen, passiert nichts. Wir müssen gucken. Und die Religionen sind lebendig und die Lehrerinnen und Lehrer sind fähig, die uns dazu inspirieren können, nicht auf den Finger zu starren, uns auf die religiösen Methoden zu fixieren, auf die Sätze zu fixieren, sondern zu gucken, den Mond, die Realität wahrzunehmen. Die Tradition nennt den ersten Schritt oder den ersten
Die erste Art von Unwissenheit, nämlich das Nichtwissen um Buddha-Natur, den ersten Schleier, den Schleier vor der Buddha-Natur, der automatisch zum zweiten Schleier führt, dem Schleier der Dualität, dem Schleier der Vorstellungen. Und ich möchte ganz klar machen, es geht nicht darum zu sagen, Vorstellungen sind negativ. Vorstellungen sind etwas Wunderbares. Jemanden erklären zu können, ich wohne in der Hertha-Straße Nummer 11, ist sehr hilfreich. Oder ich muss für 25 Personen kochen, ist das eine sehr hilfreiche Abstraktion, dass ich nicht immer, für dich muss ich kochen, so funktioniert, sehr aufwendig und sehr unpraktisch. Und es ist sehr hilfreich, dass wir abstrahieren können, dass wir zählen können, dass wir Begriffe bilden können, dass wir sprechen können. Sehr hilfreich, finde ich, sprechen. Sprache, etwas Wunderbares. Nur wir dürfen nicht vergessen, dass Vorstellungen, dass Worte, dass Begriffe und die Realität, die dahinter steckt, nicht das Gleiche sind. Sehr wichtig, wenn wir über Frauen reden oder über Männer. Tja, also wir haben keine Ahnung von unserer Buddha-Natur, spüren da nichts, sind existenziell verunsichert dadurch, machen uns Vorstellungen und halten an diesen Vorstellungen fest. Tja, und dann werden wir konfrontiert mit der Wirklichkeit, wie sie eben ist. Ich habe meine Vorstellung von ich bin eine Frau. Und dann kommen natürlich noch 753 Unterkonzepte und Frauen sind so und so und so und so und so, abhängig von meiner Schicht, aus der ich komme, abhängig von der Kultur, aus der ich stamme, ob ich aus Nord- oder Süddeutschland bin, ob ich katholisch oder evangelisch erzogen wurde und so weiter und so weiter, welche Bezugspersonen ich hatte, was für eine Mutter, was für ein Vater, Tanten, Onkels und so weiter. Und da habe ich Vorstellungen. Eine Frau sollte, moderne Auffassung, Mutter sein, Kinder haben, wunderschön aussehen, weiblich, den Haushalt mit links machen, den Beruf erfolgreich, fähig, genau wie ein Mann sein, also schon, nicht? Also wenn schon. Und den Männern keine Angst machen, zum Beispiel. Das sind Vorstellungen, die heutzutage zumindest in der Kritik am Verhalten von Frauen immer wieder auftauchen, nicht? Also, das ist jedes für sich genommen. Schon eine übermenschliche Aufgabe. Perfekte Mutter, perfekte Gattin und so weiter. Gut in der Arbeit und niemanden Angst machen. Alles für sich genommen schon unmöglich. Ein Ideal. Und alles zusammen bricht uns das Kreuz und das Herz. Schwierig. Wenn wir also mit solchen Vorstellungen umhergehen, außerdem sind Frauen viel spiritueller als Männer, nicht? Und eigentlich die besseren Menschen, oder? Etwa nicht? Ja, früher waren sie dümmer, heute sind sie die besseren Menschen und so weiter. Wir können gucken, was wir selber für Vorstellungen haben. Wie die ideale Frau ist oder die wirkliche Frau, die spirituelle Frau. Wenn wir mit solchen Vorstellungen durch die Welt gehen, gibt es natürlich Kollisionen mit der Realität. Ich bin nämlich nicht so schön, wie ich denke, dass ich sein sollte und auch nicht so erfolgreich und meine Qualitäten als Mutter sind auch nicht immer so, wie ich mir die vorstelle und so weiter und so fort. Ja, und dann tun wir etwas sehr Seltsames. Statt dann, wenn sich unsere Vorstellungen über uns und andere Frauen und Männer als falsch herausstellen, dann besitzen wir nicht die Intelligenz und den Raum, diese Vorstellungen zu ändern, was ja das Naheliegendste wäre für jeden vernünftigen Menschen, nicht? Nein, wir verteidigen unsere Vorstellungen mit aufgewühlten Emotionen. Das ist der dritte Schleier, sagt die Tradition. Die aufgewühlten Emotionen. Wir suchen irgendwo Kraft und Energie, um diese Konfrontation mit der Wirklichkeit auszuhalten. Wir holen uns Kraft. Und ich meine, wir wissen alle, wenn ich wütend bin, habe ich mehr Kraft, als wenn ich ganz ruhig da sitze. Und wenn ich etwas will, habe ich auch sehr viel mehr Kraft, als wenn ich ruhig und entspannt mir die Welt angucke. Wir spulen uns auf. Wir geraten außer, ja?
Emotio, heraus aus uns. Wir bewegen uns heraus und werden emotional. Große Qualität von Frauen, nicht? Allgemein so gesagt. Ja, und in der Hoffnung natürlich tun wir das, dass wir dann mit der Konfrontation besser klarkommen. Aber leider klappt es nicht. Und so sind wir enttäuscht. Enttäuscht. Ich werde nicht müde, dieses wunderschöne deutsche Wort immer wieder anzuführen. Da weiß die Sprache mehr als wir. Die Täuschung fliegt auf, wenn wir enttäuscht sind. Aber statt uns, was das Vernünftigste wäre, unsere Täuschungen anzugucken und sie zu korrigieren, sind wir enttäuscht, spulen uns emotional auf und hoffen, dass das das Problem löst. Leider löst es das Problem nicht, weil die Wirklichkeit immer noch so ist, wie sie ist. Auch wenn ich noch so sehr an meinen Vorstellungen festhalte, mich fertig mache, die anderen fertig mache, depressiv werde, aggressiv werde und so weiter. Wir haben da unsere Palette an Möglichkeiten. Dann fällt uns was Grandioses ein. Wir machen einfach immer wieder. Wiederholung, 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 bis wir uns sicher fühlen mit unseren Gewohnheiten. Das ist der vierte Schleier, der Schleier des Karma, des gewohnheitsmäßigen Verhaltens. Ja, ich bin eben so. Das ist mein Charakter. Ich habe eben Mond im Pluto, nicht? Und da gibt es ja die ganzen Philosophien dazu, die das alles untermauern. Naja, ich meine, Leptosome, kann man nichts machen, die sind so. Oder anal fixiert, Schizo 1. Ich meine, es gibt tausend Systeme, die rechtfertigen, warum wir so oder so oder so sind. Naja, ich bin eben so. Der Buddhismus sagt, es ist alles bloß Wiederholung. Und bietet damit einen Weg heraus aus allem Leiden. Und ich möchte heute das am Beispiel der Frauen veranschaulichen. Heraus aus dem Leiden. Ich wiederhole nochmal die vier Schleier, damit sozusagen der begriffliche Rahmen ein bisschen deutlich wird. Weil wir keine Ahnung, keinen Kontakt zu unseren Entwicklungsmöglichkeiten haben, unserer Buddha-Natur, nutzen wir diese unglaublich kreative Fähigkeit unseres Geistes zu verallgemeinern. Eine sehr nützliche Fähigkeit. Die nutzen wir im Übermaß und vergessen dann gleich, dass wir sie nutzen. Wir entwickeln ganz viele Vorstellungen und denken, das ist die Welt. Ja, du bist so und außerdem bin ich so. Der Zug hat pünktlich zu sein. Und wenn er 10 Minuten später kommt, ist unmöglich, das kann doch nicht wahr sein. Wenn ich vergesse, jemand anzurufen, wo ich versprochen habe anzurufen, es ist unmöglich, wie kann ich nur... Wir haben unsere Vorstellungen und die sind so. Der Staat hat das zu bezahlen. Das muss so sein. Im September hat es noch warm zu sein. Warum ist es jetzt schon kalt? Das ist unmöglich. Das ist und so weiter. Wir haben alle unsere Vorstellungen. Das Verrückte ist, wir merken das nicht. Das ist Drama. Wir merken nicht, dass wir unablässig aus 2, 3, 4 Informationen Bilder konstruieren. Wir treffen eine Frau. Wir sehen sie von außen. Form und Farbe. Wir hören 5 Sätze. Klang. Wir nehmen Inhalte wahr. Ja, ich habe 3 Kinder. Und in uns Klappe. Oder, oh, wie schön. Wie wunderbar. Eine echte Frau. Oder, oh Gott, nein, wie kann man nur. Was auch immer. Wir haben Vorstellungen. Und wir merken das nicht. Wir denken, das ist so. Die ist objektiv wunderbar, weil sie Kinder hat. Sie ist objektiv, naja, weil sie Kinder hat. Wir merken das gar nicht. Wir haben eine Vorstellung von Frau sein. Sie ist so emotional, wirklich richtig wie eine Frau. Meine Güte, ist die emotional. Typisch Frau. Die ist aber intellektuell. Ist überhaupt nicht weiblich. Die ist intellektuell. Meine Güte, die hat einen scharfen Verstand. Gute Frau. Und wir merken nicht, dass das Vorstellungen sind. Wir halten das für die objektive Wirklichkeit und sind unglaublich enttäuscht, wenn dann eine andere Art von Frau auftaucht, die andere Dinge macht.
Und dann regen wir uns emotional auf über uns selbst, weil wir unseren Bildern von Frau nicht entsprechen oder die anderen Frauen diesen Bildern von Frau nicht entsprechen oder weil wir das, was wir da idealiter projizieren, nicht erreichen können. Oder wir kämpfen dagegen, weil es eine Unverschämtheit ist, das über Frauen zu sagen. Ja? Alle diese Reaktionen zeigen nur, dass wir nicht merken, dass das einfach Vorstellungen sind. Das sind einfach Vorstellungen über Frauen. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist keine Realität. Wenn jemand sagt, Frauen sollten Kinder kriegen. Wer keine Kinder hat, ist keine richtige Frau. Also wirklich, moderne Frauen sollten Kinder kriegen und arbeiten gehen. Weil sonst sind sie keine richtigen Frauen. Ich meine, sonst sind sie einfach hinterm Mond daheim. Wir merken nicht, das sind einfach nur Vorstellungen. Die vielleicht von sehr vielen geteilt werden. Die vielleicht mit sehr viel publizistischer Unterstützung an jeder Litfaßsäule auf uns einprasseln. In jeder Werbung, in jedem Kinofilm, in jedem Werbespot, in jedem Roman immer wieder wiederholt werden. Ja? Vierter Schleier, Karma, immer wieder, immer wieder. Das sind nur Vorstellungen. Wie eine Feministin irgendwann mal vor Jahren gesagt hat, das sind bloß Männerfantasien. Bestimmte Aussagen über Frauen. Das sind bloß Frauenfantasien. Nicht mehr und nicht weniger. Natürlich macht es einen Eindruck, wenn 3/4 der Bevölkerung einem bestimmten Bild anhängt. Aber trotzdem, es sind nur Vorstellungen. Wenn wir uns aufregen, dass es diese gibt, sie abwehren, dann stärken wir sie nur. Und von daher schlägt die Tradition Verschiedenes vor, vor allen Dingen in der tibetischen Tradition habe ich das sehr stark gefunden, verschiedene Übungen. Und die wichtigste davon ist zu begreifen, eine Vorstellung ist eine Vorstellung ist eine Vorstellung. That's it. Es klingt so einfach, aber das ist eine Revolution des Lebens. Das ist eine Revolution im Umgang mit uns, im Umgang mit Ansprüchen. Wenn wir eine Vorstellung von uns haben, wie wir als Frauen sein sollten, wenn wir hören, wenn uns Vorstellungen entgegengebracht werden von anderen, Frauen sollten, aber, egal aus welchem Lager, wenn wir dann innerlich Raum haben, zu denken, ja, das ist eine Vorstellung, das ist einfach eine Vorstellung, das ist eine Arbeitshypothese, das ist eine Vorstellung, nicht mehr und nicht weniger. Dann haben wir Raum, uns diese Vorstellung anzugucken. Und die Tradition sagt, gültige Vorstellungen sind die, die zu ihrer Grundlage passen. Das ist buddhistische, philosophische Ausdrucksweise. Also Vorstellungen müssen zu dem oder zu der passen, auf die sie bezogen sind. Also das, einen Tisch zu nennen, wäre in der deutschen Sprache unangemessen. Eine Lampe ist kein Tisch. Und eine Frau, einen Menschen zu nennen, männisch, dem Manne gleich, weiß nicht. Ein Konzept, eine Vorstellung ist gültig oder nützlich oder brauchbar, wenn es zu dem Ding oder der Person oder der Situation passt, auf die es bezogen ist. Frauen sind emotional. Passt es? Manchmal, eben. Es ist eine Vorstellung. Es ist eine Vorstellung. Gucken wir, was passiert. Gucken wir, wie wir sind. Richtig, sagen die Buddhisten auch. Sie sagen nur, die Vorstellungen fallen nicht vom Himmel. Die Vorstellungen kommen aus uns. Und ihr Vorschlag ist jetzt, merke, dass du dir Vorstellungen machst. Erkenne, dass du dir Vorstellungen machst. Und da gibt es einfache Übungen. Wenn wir jetzt ein Seminar machen würden, würde ich vorschlagen, jetzt nehmen Sie mal einen Zettel und setzen sich eine halbe Stunde still hin
und überlegen mal, was Sie über Frauen denken. Was denken Sie über sich? Ich bin eine Frau. Was passt dazu? Was haben Sie für Vorstellungen darüber? Und dann der Rest ist Übung. Ich meine, das ist das Problem mit dieser ganzen spirituellen Arbeit. Es reicht nicht, eine intellektuelle Einsicht zu haben, sondern es geht darum, nachzuprüfen, ob das stimmt, und dann mit unserem ganzen Leben das zu leben. Der Schleier des Karma ist der dickste. Der Schleier der Gewohnheiten ist der dickste. Und den aufzulösen, also ich glaube, ohne tägliche Praxis geht es nicht. Keine Chance. Und viele spirituell Übende bleiben leider beim Auswechseln der Konzepte stehen oder stecken. Nehmen einfach ein neues intellektuelles System. Ja, der Buddhismus ist ja so intelligent. Jawohl, der gefällt mir. Also, prima, nehme ich mal an. Und vergessen, dass das nicht ausreicht. Muss man erstmal überprüfen, ob es stimmt. Und dann, wie die Zen-Tradition sagt, wenn man mal einen Flash gehabt hat, eine unmittelbare Einsicht, dann braucht man 30 Jahre Praxis, um sich dran zu gewöhnen. Aber die Tradition sagt es natürlich nicht am Anfang. Am Anfang heißt es immer, probier mal ein halbes Jahr. Dann sitzt noch mal ein halbes Jahr. Und irgendwann merkst du, dass es ein bisschen ein längerer Prozess ist. Es ist noch ein zweiter. Also es gibt natürlich jetzt verschiedene Methoden, wie man diese Art des Denkens, die Art, wie wir Vorstellungen entwickeln, nachvollziehen können, erkennen können. Aber die Grundübung ist, erkenne, was für Vorstellungen du hast, zum Beispiel über dich, oder, also, was für Vorstellungen haben wir über Frauen? Was für Vorstellungen haben wir über uns selbst? Was für Vorstellungen haben wir über Männer? Was für Vorstellungen haben wir über Beziehungen? Wie sollten Beziehungen sein? Dass wir rausfinden, was wir da denken, und uns dann hinsetzen, und wir können das uns einfach innerlich sagen. Wir können auch nachher eine kurze Übung dazu mal machen. Das sind Vorstellungen. Das sind Arbeitshypothesen. Es ist natürlich klar, warum die Menschen dazu neigen, Vorstellungen an die Stelle von Realität zu setzen. Das ist so viel griffiger und so viel ordentlicher, so viel überschaubarer. Schublade 1, Schublade 2. Da wird alles reingestopft, was durchaus auch nicht zusammengehört. Grenzen sind ja immer etwas fließend. Es scheint zu sein, dass wir ordentliche Kategorien der Wirklichkeit vorziehen. Wir denken lieber über die Wirklichkeit, als uns ihr auszusetzen. Wir rationalisieren lieber über unsere Schmerzen, am besten wegrationalisieren, statt uns ihnen zu stellen. Wenn uns irgendwas wehtut, emotional oder körperlich, schnell der Griff zum nächsten Lehrbuch. Was war das? Ach ja, klar. Das ist einfach ein Mutterkomplex. Ja, ja, das ist das Beginn der Menopause, ist kein Problem. Also wir suchen immer nach einer griffigen Erklärung, wenn wir irgendein Problem haben. Andersrum. Wir suchen immer nach einer griffigen Erklärung, wenn irgendwelche angenehmen oder unangenehmen Gefühle auftauchen. Wir wollen uns ihnen nicht stellen. Und das Unglaubliche, die unglaubliche Erfahrung bei Meditationspraxis ist, dass wir ab und an für Momente merken, es geht auch anders. Wir können selbst einen Rückenschmerz spüren. Einfach spüren. Ohne ein Riesentheater draus zu machen. Und merken plötzlich, nicht immer, aber manchmal passiert's, dass wir, wenn wir uns nicht dagegen wehren, dass sich plötzlich auflöst, weil wir uns wieder entspannen. Denn das Interessante ist ja, das Tröstliche, auch unangenehme Empfindungen vergehen wieder. Genauso wie die angenehmen. Sie kommen und sie gehen. Sie bleiben nicht. Und wir können die Erfahrung machen, angenehme Erfahrungen erleben, ohne daran festzuhalten, ohne Angst zu haben, dass sie gleich wieder vorbeigehen und nie wiederkommen.
und machen plötzlich die Erfahrung, dann kommen sie häufiger. Und das ist eine Erfahrung, die wir machen müssen, um Vertrauen zu haben, immer wieder ein bisschen auszuscheren aus unseren Gewohnheiten, rauszuspringen aus den eingefahrenen Gleisen. Wir brauchen punktuelle Erfahrung von Offenheit, von Ruhe, von Freude, eben Erfahrungen von Buddha-Natur, um den Mut zu haben, eingefahrene Gleise zu verlassen. Und eine ganz große Hilfe auf dem Weg Zutrauen zu unseren inneren Möglichkeiten, zu unseren Entwicklungsmöglichkeiten zu bekommen, ist jetzt in der tibetischen Tradition, ich möchte einfach ein Beispiel mal geben, das Arbeiten mit Vorstellungen von Erleuchtung. Wir haben vielleicht alle schon Tankas gesehen. Da gibt es Göttinnen und Götter. Die werden in bestimmten Farben, in bestimmten Haltungen und so weiter vorgestellt und dann auch gemalt. Dessen Wesen, die erleuchtet sind, jetzt nicht, das sind Wesen, die sind erleuchtet, sondern eher, wir arbeiten mit unseren Fähigkeiten zur Projektion. Wir nehmen ja sowieso projektiv wahr. Und versuchen, Erleuchtung uns vorzustellen. Uns ein Bild zu machen von Erleuchteten. Und das ist hochinteressant. Wenn wir das tun und plötzlich merken, dass diese Bilder, die wir uns selber machen, auf uns wirken, in diesem Falle positiv, entspannend, inspirierend, stärkend, dann beginnen wir plötzlich zu ahnen, was für eine Kraft unsere Vorstellungsfähigkeit hat, was für eine Kraft unser Geist hat. Also wirklich eine sehr mutmachende Praxis. Und es reicht manchmal aus, eine Woche lang so eine Übung zu machen, um zu merken, meine Vorstellung von Erleuchtung, von Liebe, von Mitgefühl, die ich in ein Bild kleide, ja, die wirken auf mich und immer wenn ich dieses Bild visualisiere, geht mein Herz auf. Wenn wir das merken, dann verstehen wir viel tiefer die Kraft unseres Geistes, die Kraft unserer Vorstellungen. Dann schwant uns plötzlich das vielleicht immer dann, wenn wir so frustriert sind, das möglicherweise auch was damit zu tun hat, wie wir in die Welt gucken. Und nicht nur, wie die Welt objektiv ist. Und wieder zurück zu den Frauen. Meine Erfahrung ist, dass es für Frauen eine unglaubliche Hilfe auf dem Weg zum Entdecken ihrer Buddha-Natur ist, wenn es weibliche Gottheiten gibt, wenn es Göttinnen gibt, die zeigen, dass Erleuchtung möglich ist. Und ich bin unglaublich froh, dass es Traditionen gibt, die über die Jahrtausende hinweg solche Übungen lebendig gehalten haben. Ich arbeite selbst seit 17 Jahren mit dem Bild von Tara, einer Erleuchteten, einer Göttin, einer Buddha, und habe an mir selbst und an vielen anderen Frauen, die diese Praxis auch machen, erfahren, dass das eine ganz hilfreiche Methode ist, Zutrauen zu den eigenen Kräften zu gewinnen. In der Tradition wird es so nicht gelehrt. Da wird einfach gesagt, es ist gut, mit Gottheiten zu arbeiten. Ob die jetzt männlich oder weiblich sind, spielt überhaupt keine Rolle. Aber zumindest die westlichen Frauen, die praktizieren, aber auch viele Tibeterinnen, die ich kennengelernt habe, sagen, Tara, sehr gut, ja, tut gut. Und es ist schon interessant, dass es zwei Gottheiten in der tibetischen Tradition gibt, die einen Siegeszug angetreten haben, obwohl sie ikonografisch nicht so bedeutsam sind. Das ist Chenrezig, männliche Gottheit des Mitgefühls. Und das ist Tara, die Göttin des aktiven Mitgefühls. Die Praxis kam im Jahrtausend nach Tibet.
Und 200 Jahre später haben die Tibeterinnen und Tibeter erzählt, sie würden von Tara abstammen. Das tibetische Volk stammt ab von Tara, hat also eingeschlagen, hat Verbindung gegeben, hat Kontakt gegeben. Das ist also eine zweite Ebene, wo ich denke, wir wie Frauen mit sich umgehen können, auf weiblichen Erleuchteten arbeiten. Denn es ist meine Erfahrung als Uraltfeministin aus den 70er Jahren, es reicht nicht aus, wenn wir uns andere Konzepte machen, wie Frauen sein sollen. Die Arbeit muss auf viel tieferen Schichten auch laufen. Vernünftige Vorstellungen sind sehr hilfreich, denn unvernünftige Vorstellungen führen uns zu Enttäuschungen. Die Arbeit mit weiblichen Erleuchteten, mit Göttinnenbildern, wirkt auf einer ganz tiefen Ebene von Identität. Und ich denke, dass 2000 Jahre oder 2500 Jahre oder 3000 Jahre, wie auch immer man es rechnen will, von Patriarchat, hat natürlich Folgen auf ganz tiefen Ebenen. Und ich bin sicher, ich wäre keine Feministin geworden, wenn in der katholischen Kirche Gott Mutter und Gott Tochter da gewesen wären, die sonntags die Eucharistie miteinander gefeiert hätten oder so. Oder eine Priesterin mir die Heilige Kommunion ausgeteilt hätte. Ich glaube, dann hätte ich es nicht nötig gehabt, Feministin zu werden. Und so ist es eben gekommen, wie es gekommen ist, dass bestimmte Umfelder, Bilder, Vorstellungen über Frauen, über Männer ihre Wirkungen haben. Und meine Erfahrung ist, die Arbeit mit Göttinnen, diese tägliche Praxis mit Göttinnenbildern für Frauen eine ungemeine Öffnung bewirkt für die eigenen Fähigkeiten. Und ich habe auch festgestellt, dass diese Praxis sehr vielen Männern hilft, auf einer viel tieferen Ebene Achtung vor Frauen zu entwickeln, wenn sie ein weibliches, göttliches anfangen sich vorzustellen. Überhaupt nur die Vorstellung, dass es neben dem Vater und Sohn eine Göttin gibt, verändert auf ganz tiefen Ebenen die Wahrnehmung von Frauen. Und in den tantrischen Gelübden ist eines, was den Männern explizit nahelegt, Frauen zu achten. Das ist eines der tantrischen Gelübde. Es ist ein Bruch der tantrischen Gelübde, Frauen zu verachten, ja, herunterzuschauen auf Frauen. Und ein tantrisches Gebot, Frauen zu achten. Das ist sehr interessant. Es ist mir klar, ich kann an einem Abend in einer Dreiviertelstunde das Thema Frauen und Spiritualität natürlich überhaupt nicht erschöpfen, auch nicht mal alle wichtigen Punkte ansprechen, aber ich habe mir zwei herausgegriffen, die mir sehr hilfreich erscheinen, anders mit Identität als Frau, mit Bildern über Frauen umzugehen. Das ist der sorgfältige, achtsame Gebrauch von Vorstellungen, was natürlich in allen anderen Lebensbereichen genauso produktiv ist. Immer wenn wir eine Vorstellung haben, ein Bild von uns, ein Bild von anderen, die Vorstellung einer Situation, eine Erwartung an Personen, an Dinge, an Situationen, immer wieder mal innezuhalten und uns zu sagen, das ist eine Vorstellung, das ist eine Arbeitshypothese. Ich verspreche Ihnen, das Leben wird leichter. Unendlich viel leichter. Ganz viel Druck wird von Ihnen genommen. Das sind Arbeitshypothesen, die sich an der Wirklichkeit beweisen werden. Vielleicht können Sie dann irgendwann einmal anfangen, vielleicht einmal, zweimal am Tag. Irgendwann kommt es dann. Wenn Vorstellung und Wirklichkeit nicht übereinstimmt, nicht mit aufgeregten Emotionen zu reagieren, sondern die Vorstellung korrigieren. Eben, wenn ich zur U-Bahn gehe
unbedingt pünktlich zum Vortrag sein will. Die Bahn kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Statt wütend zu werden und auf die blöde Bahn zu schimpfen, die immer höhere Preise verlangt, aber nie pünktlich ist, einfach zu sagen, Bahnen kommen auch zu spät. Das gehört zum Fahrplan dazu. Das ist Teil der Realität. Ich verspreche Ihnen, Ihr Abend ist entspannter. Oder ich muss pünktlich kommen. Ich muss unbedingt pünktlich kommen. Ich kann nicht zu spät kommen. Ich muss unbedingt pünktlich kommen. Zu spät kommen ist eine mögliche Variante von Verhalten. Natürlich muss man das nicht vorsätzlich machen. Aber es ist möglich, zu spät zu kommen. Und so weiter. Ich denke, Sie können alle genügend Beispiele für Ihr eigenes Leben finden, wo Sie sich mit harten Ansprüchen, Vorstellungen des Lebens schwer machen und Sie sehr viele Enttäuschungen vermeiden können, wenn Sie sie als Enttäuschungen behandeln, als Hinweise auf Täuschungen, die wir korrigieren können. Übrigens, wir dürfen dabei auch Fehler machen. Das ist auch erlaubt. Das ist nämlich wieder ein Bild. Ich muss perfekt sein. Jetzt habe ich es kapiert, ab heute keine Enttäuschung mehr, nie wieder. So funktioniert Lernen nicht. Wissen wir doch alle. Lernen heißt probieren, auf die Nase fallen, aufstehen, weitergehen mit einem ganz langen Atem. Das war die eine Methode, die ich heute Abend vorstellen wollte. Den sorgsamen Umgang mit Vorstellungen. Es ist alles eine Arbeitshypothese. Ja, auch ein Kaffeebecher ist eine Arbeitshypothese. Und wenn wir Raum haben im Geist, Kreativität haben, dann können wir diesen Becher auch als Blumenvase nutzen. Kreativen Menschen fällt es ein. Unkreativen Menschen in ihren Vorstellungen festhalten, aber ich brauche jetzt eine Blumenvase. Die laufen in der ganzen Wohnung umher und finden keine Blumenvase. Während Menschen, die ein bisschen weicher sind mit ihren Vorstellungen, die entdecken 20 Blumenvasen. Es hat sehr viele praktische Konsequenzen, dieser leichte Umgang mit Vorstellungen. Und die andere Art von Übung ist jetzt von der Praxis, von der ich gesprochen habe, erstmal an die tibetische Tradition gebunden, also die Arbeit mit Göttinnen. Aber ich verspreche Ihnen, es hilft Ihrem Geist und Ihrer Selbstwahrnehmung ungemein, wenn Sie sich das Bild einer Göttin ins Zimmer hängen. Es wirkt. Kore, Demeter, es gibt ja viele. Wir haben ja auch unsere ganze griechische Ahnengalerie. Vielleicht nicht gerade Athene. Das ist schon ein bisschen arg ein patriarchales Produkt, aus dem Kopfe des Vaters entsprungen. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit, aber Sie werden schon eine Göttin entdecken, die vielleicht auch das widerspiegelt, was Sie gerade in sich am entwickeln sind. Und ich denke auch, für Männer ist es eine ungemeine Hilfe in der Wertschätzung und Achtung von Frauen, sich mit solchen Bildern zu umgeben. Das waren also zwei Übungen, die ich heute Abend vorstellen wollte, die Frauen helfen, einen religiösen Weg zu beschreiten, nämlich mit falschen Vorstellungen aufzuräumen, falsche Vorstellungen zu erkennen und in der gleichen Weise ihnen allen, Frauen wie Männern, eine ganz große Hilfe sein kann, ihre vielleicht manchmal etwas enge Sicht der Welt aufzulockern und mit der Zeit auf den Mond zu gucken. Zum Abschluss die erste Qualifikation für eine gültige Vorstellung ist, dass wir merken, es ist eine Vorstellung. Das sagt die tibetische Tradition ganz klar, beziehungsweise die buddhistische. Eine gültige Vorstellung ist nur dann, oder eine Vorstellung ist nur dann gültig, wenn wir erstens merken, es ist eine Vorstellung. Sobald wir denken, das ist die Realität, ist sie schon ungültig. Selbst wenn sie etwas Korrektes beschreibt. Es ist heiß. Es ist wirklich, da wird es wirklich heiß. Jedes Dogma ist in dem Sinne nach buddhistischer Auffassung falsch.
wenn wir es verwechseln mit der Wirklichkeit, wenn wir nicht begreifen, es ist eine Arbeitshypothese. Es ist nicht die Wirklichkeit, solange wir es nicht erfahren haben. Dann muss es die konventionellen oder die alltäglichen Funktionen, Qualitäten erfassen, also wenn es jetzt um Personen geht, die Fähigkeiten der Person erfassen, die Fähigkeiten und die Grenzen und die Entwicklungsmöglichkeiten. Also wenn ich Vorstellungen über Frauen aufstelle, bezieht es die Möglichkeiten und die Grenzen ein. Bezieht es meine Entwicklungsmöglichkeiten ein. Und der dritte Punkt, also das erste wäre, ich erkenne, es ist nur eine Vorstellung, eine Arbeitshypothese. Sonst ist es sowieso schon verkehrt. Zweitens, erfasst diese Vorstellung von Frau sein meine Möglichkeiten und Grenzen und meine Fähigkeiten? Und das dritte ist, inspiriert es mich, dahin zu gehen? Unterstützt es mich, das, was beschrieben ist, zu erreichen? Alle Frauen sind Mütter. Manche sind aber keine Mütter. Sind es jetzt keine Frauen? Es gibt Theorien, die das sagen. Eine Frau, die nicht Mutter ist, ist keine Frau. Also keine richtige. Oder ich meine, unser Sprachgebrauch von vor 20 Jahren. Eine Frau, die keinen Mann hat, ist ein Fräulein. Und wenn sie 70 ist. Es gibt ein russisches Sprichwort, ein Huhn ist kein Vogel, eine Frau ist kein Mensch. Arbeitshypothesen, Aussagen, einfach Vorstellungen, die haben sich welche gemacht. Und sehr viele Vorstellungen sagen sehr viel mehr aus über die, die sie gemacht haben, als über die sie gemacht wurden. Und das ist eigentlich der Kern dessen, was die buddhistische Tradition da sagen will. Vorstellungen sagen vor allen Dingen was aus über die Person, die sie macht, aber nicht über die Personen, Situationen, Orte und so weiter, Dinge, über die sie gemacht werden. Ich denke, das reicht. Und ich möchte jetzt, wenn das Bedürfnis besteht, den Raum geben, Fragen zu stellen oder vielleicht etwas dazu zu sagen. Und ich würde vorschlagen, dass ich, wenn vielleicht Viertel vor spätestens noch eine kurze geleitete Übung zum Umgang mit dieser Art von Methoden mache, die Sie vielleicht auch zu Hause verwenden können. Gut, dann danke ich für Ihre Geduld erstmal. Also die Frage ist, was ist Realität? Ja. Dann merkst du es, dass du nämlich nicht enttäuscht bist. Also ich habe meinen Lehrer Lama Yeshe ganz oft gefragt, was ist denn die Wirklichkeit? Dann hat er immer gesagt, spekuliert nicht darüber, was die Wirklichkeit ist. Kümmert euch um das, was euch daran hindert, die Wirklichkeit wahrzunehmen. Kümmert euch um eure falschen Vorstellungen und die entdeckt ihr wunderbar, immer wenn ihr enttäuscht seid. Das ist genau der Hinweis, der gemacht wird. Es gibt nicht so die Wirklichkeit, wie ich denke. Also das ist ja schon, also die buddhistische Herangehensweise ist eher zu sagen, solange wir an festen Vorstellungen, an Vorstellungen festhalten und sie mit Realität verwechseln, liegen wir falsch. Und die buddhistische Tradition sagt ganz klar, Realität ist nicht mit Worten zu beschreiben. Also Realität ist so vielschichtig und so wundervoll, das ist mit Worten, mit Sprache, mit Begriffen nicht zu erfassen. Und deswegen sagen sie auch, jede funktionale Realität, also die Welt, in der wir uns bewegen, wo Dinge Funktionen haben und Menschen Dinge tun, ist nur relativ. Ja? Also ich denke, am ehesten können wir uns Realität annähern, wenn wir staunen lernen. Wenn wir merken, das ist alles viel mehr, als ich denken kann. Also so habe ich die buddhistische Beschreibung von Wirklichkeit immer verstanden. Realität ist so vielschichtig
und so komplex, dass wir sie gar nicht in Worte fassen können. Und diese Erfahrung umzusetzen, das ist spirituelles Leben. Dann wirst du bescheidener, dann wirst du offener, dann wirst du freundlicher, wohlmeinender, wenn du das kapierst, dass die Wirklichkeit unendlich viel mehr ist. Also die Realität ist nicht beschreibbar. Aber wir merken, dass wir im Einklang sind mit der Wirklichkeit, wenn wir nicht mehr enttäuscht sind. Und zwar nicht deswegen nicht mehr enttäuscht, weil wir uns abschotten und dicht machen und am besten keinen Kontakt mehr haben. Nicht so nicht mehr enttäuscht werden. Nicht so. Sondern wenn wir weiterhin in Kontakt gehen, wenn wir uns berühren lassen, wenn wir Kontakt zulassen und nicht mehr enttäuscht werden, dann sagt die Tradition, sind wir im Einklang mit der Wirklichkeit. Aber der Grundtipp, spekuliere nicht darüber, was Realität ist, sondern erkenne, was dich daran hindert, sie wahrzunehmen. Erkenne deine falschen Vorstellungen, deine Reaktionen, deine Gewohnheiten. Achtsamkeit, ja. Wir brauchen nicht vollkommen zu sein. Wir brauchen nicht vollkommen zu sein. Wir tun unser Bestes. Und die Tradition, die sagt, nutze deine Fähigkeit, dich zu gewöhnen. Du, genauso wie du dich daran gewöhnen kannst, innere Dialoge ständig zu haben, ständig innerlich über alles zu reden und zu urteilen, da sind wir auch dran gewöhnt. Genauso können wir uns daran gewöhnen, mit einem offenen Herzen und einem wachen Geist zu leben. Natürlich nicht von jetzt auf gleich. Deswegen wird ja die Praxis so betont, die tägliche Praxis. Und wir fangen einfach da an, wo wir sind. Das kommt automatisch. Also alle Menschen, die ich kenne, die mit längerem Atem ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte praktizieren, die sind alle wacher, wärmer, mutiger, haben mehr Vertrauen, haben mehr Humor. Das ist überhaupt das beste Kriterium. Daran merkt man wirklich Praktizierende, die haben einen Humor. Die lachen über sich selbst, die lachen über ihre Ungeschicklichkeiten. Ich habe auch Lamas gesehen, denen Tassen runtergefallen sind, weil sie nie aufgepasst haben. Dann lachen sie ganz furchtbar und heben sie wieder auf. Fertig. Das ist auch eine Vorstellung, Perfektion. Das ist alles nur im Hirn. Die Männer, ich meine jetzt in der Verallgemeinerung kann ich sagen, die Männer haben ihren Weg zu gehen und Frauen haben ihren Weg zu gehen. Natürlich ist es so allgemein, ist es nicht immer wahr. Aber wir müssen einfach da ansetzen, wo unsere Problematik ist. Wenn meine Problematik ist, dass ich arrogant bin, dass ich verachte, dann muss ich halt lernen, die Gleichheit zwischen uns zu spüren. Wenn ich umgekehrt bin, also wenn ich Minderwertigkeitskomplexe habe und die Angewohnheit habe, nach oben zu gucken, dann muss ich Selbstbewusstsein lernen. Das heißt, das ist auch für mich ein spiritueller Weg, zu gucken, achtsam zu sein, wie ist mein Verhalten mit Körper, Rede und Geist, was sind meine emotionalen Muster, was sind meine Konzepte, meine Vorstellungen, ja, ich bin sowieso der bessere Mensch, ich habe ein größeres Gehirn oder was weiß ich was. Und dann die entsprechenden Übungen zu machen, die das ins Gleichgewicht bringen. Wir haben mal einen Lama gefragt, was mache ich am besten gegen Depression und was mache ich am besten gegen Stolz? Dann hat er gesagt, wenn du depressiv bist, dann denk über deine guten Qualitäten nach und wenn du stolz bist, denk über deine schlechten Qualitäten nach. Dann hat er gesagt, du kannst sogar noch das konkreter machen, wenn du depressiv bist, stell dir eine Leiter auf und steh oben drauf und sag, ich habe Buddha-Natur. Und wenn du sehr arrogant bist, dann setz dich auf die Erde und sag, ich habe genau, also alle Wesen haben genauso Buddha-Natur wie ich. Also es geht darum, dass wir spüren, was ist unser Problem und mit dem umgehen. Und nicht die falschen Mittel anwenden. Also wenn ich stolz bin, dann über meine Buddha-Natur zu meditieren, ist vielleicht nicht
Und wenn ich völlig traurig und depressiv bin, ja, ich habe so viel negative Qualitäten, das ist auch nicht so das Wahre, sondern es geht darum, das ganze Bild auch zu sehen, weil wir sind ja beides. Dann sollst du merken, dass du wütend bist und das nicht. Haben mir die Lamas unheimlich oft gefragt und die haben gesagt, wenn du auf 180 bist, gibt es keine buddhistische Methode, dich aus dem Stand da herauszubringen. Es geht darum, so viel Achtsamkeit zu entwickeln, dass du früher merkst, wenn du deine Grenzen überschreitest, wenn du zulässt, dass andere dich übergehen, dass du früher merkst, wenn du irritiert bist, wenn du überfordert bist und dann etwas tust oder sagst, wenn du noch einen Raum hast. Also die Hauptempfehlung im Umgang mit Wut ist, spüre früher deine Irritation solange und tu was, solange du noch Raum dazu hast. Ja, also wenn ich, kennen wir alle, wenn ich mich ständig überfordere, das aber früh genug merke, dann kann ich eher sagen, kann mir jemand dabei helfen oder ich kann das leider nicht bis morgen fertig machen. Wenn ich aber das nicht merke, so richtig, dann irgendwann breche ich zusammen oder platze und werde aggressiv. Also früher merken. Aber wenn du auf 180 bist, gibt es keine buddhistische Methode, außer manchmal sagen sie, wenn dir nichts anderes einfällt, dann und du denkst, du machst jetzt richtig Schaden an, dann denk, du bist aus Stein. Oder atme 10-mal tief durch, kennen wir diese Empfehlung nicht. Oder geh aus dem Zimmer raus. Es wird nicht empfohlen, wenn du auf 180 bist, Entscheidungen zu treffen. Oder dich auszusprechen mit jemandem. Das wird nicht so sehr empfohlen. Weil da meistens nicht so viel rauskommt. Also es geht natürlich nicht nur darum, mir eine Frau vorzustellen, sondern eine Göttin vorzustellen, eine Erleuchtete, die mir kommuniziert, du auch. Denn natürlich, ich stell mir jetzt nicht eine Alkoholikerin vom Bahnhof Zoo vor. Das hilft nicht sehr viel. Oder eine völlig überforderte Mutter von 5 Kindern, die ein Geschäft hat. Sondern ich stelle mir eine Göttin vor, die schön und stolz und, ich meine, die Tradition hat natürlich eine Liste von Qualitäten für die Göttinnen, ja. Tara ist immerhin aktiv, hat zornvolle Aspekte, kann mit Feinden umgehen, ja, kann lachen. Es gibt ein Bild von Tara, wo sie mit dem Gelächter ihres Mantras alle Welten erschüttert, ja, zum Tanzen bringt. Und also die hat kraftvolle Aspekte, friedvolle Aspekte und das sozusagen aber in einer reinen Form. Also die ist alles. Die Göttin ist alles in einer vollendeten Form. Und wenn ich meine, so funktioniert unser Geist, wenn ich über Krieg und Depression nachdenke, werde ich aggressiv und depressiv. Ja? Wenn ich über Erleuchtung nachdenke, passiert was in mir. Dann verwandelt sich mein Geist mit der Zeit in diese Qualitäten. Und ich meine, tantrische Praxis, jetzt mal ganz kurz gefasst, besteht darin, dass du dir eine Stunde am Tag vorstellst, du bist erleuchtet. Oder du bist umgeben von Erleuchteten. Und in dem Moment, wenn du das dir vorstellst, denkst du an erleuchtete Qualitäten. Denkst du, was ist das? Klarheit, Ruhe, Offenheit. Ich denke immer Durchsetzungsfähigkeit. Ja, Selbstvertrauen, langer Atem, viel Geduld und so weiter. Körperliche Kraft zum langen Sitzen und so weiter. Dann entsteht in uns so eine Atmosphäre, die uns dahin zieht. Du weißt aber, dass es eine Identifikation ist. Das ist der große Unterschied. Identifikation ist nicht schlecht. Denken ist nicht schlecht. Vorstellungen sind nicht schlecht. Sie werden nur dann problematisch, wenn ich sie nicht merke. Und sie mit der Realität verwechseln. Wenn ich denke, ich bin Tara, dann kirchen die Klapse. Aber wenn ich gleichzeitig weiß, dass jetzt, ich meine, da gibt es natürlich eine Hinführung dazu und es ist eingebettet in einem
in einem Lehrsystem, auch in Vorbereitungen. Ich sage natürlich nicht, ich bin Tara, sondern alle Erscheinungen lösen sich auf in Leerheit und Weisheit. Und die ursprüngliche Weisheit manifestiert sich, oder meine Buddha-Natur manifestiert sich jetzt als Tara. Nicht ich, Silvia, bin jetzt Tara. Das ist Fasching. Darum geht es nicht. Das wäre Identifikation. Eine unbewusste In-Eins-Setzung. Das ist was anderes. Es ist wirklich hochinteressant, dass man alle diese Dinge auch begreifen lernt durch so eine Praxis. Ich habe mir nämlich auch oft gedacht, identifiziere ich mich jetzt eigentlich nur? Werde ich jetzt größenwahnsinnig? Aber wenn ich weiß, das ist eine Übung, die ich mache, um meine tiefsten Schichten zu berühren und auch die tiefsten Schichten von negativen Selbstbildern. Ich kann das alles sowieso nicht. Ja, ich bin sowieso die Eva, ja, mit dem Apfel und so. Ich habe alles, ich bin in allem schuld. Deswegen sind wir nicht mehr ein paar. Das wirkt doch auf uns. Das Bild von Eva, ich bin als Katholikin großgezogen worden, das wirkt einfach auf mich. Und Maria, naja, ich meine immerhin katholisch und so, großer Altar mit vielen Blumen und den schönsten Liedern im Gesangbuch, aber sie ist nur die Gottesgebärerin. Also sie ist nur das Gefäß von Gottes Sohn und sie ist Mensch und der liebe Gott ist aber was anderes. Also das wirkt auf die Psyche von Frauen oder die Ahnengalerie der Männer. Ja, alle Heiligen und gut, da gibt's wenigstens noch ein paar Frauen, die auch heilig waren. Aber das wirkt ja alles auf uns. Aber das ist mein Wunsch, das zu tun. Ja klar. Ja, ich meine, ich kann mir das auch alles erklären, warum das so ist, aber ich möchte gern, dass es anders wird. Das heißt, ich tue was dafür, dass es anders wird. Ich meine, es gibt verschiedene Arten, darauf zu reagieren. Man kann jetzt hinsitzen und jammern. Dieses böse Patriarchat, das ist wirklich eine Unverschämtheit. Maul, Maul. Das kann man machen und das haben wir ja oft genug. Ja? Ich denke, der liebe Gott versteht mich. Ich meine, sie versteht mich. Ich denke, sie freut sich. Ja, ich denke schon. Tara lacht sich eins. Ich merke, es gibt ein Gebet, 21 Gebete an Tara, wo eben 21 Manifestationen beschrieben werden. Eben 8 zornvolle und 7 friedvolle und segenspendende. Und wenn ich dann rezitiere und das Gelächter von Tutare erschüttert alle 7 Welten, das macht was mit mir. Das, ja, das gibt Mut und Kraft und weckt Freude. Das sind einfach Bilder. Ich weiß, dass das Bilder sind. Und ich denke auch nicht, dass da irgendwo im Himmel die Tara sitzt und lacht. Und trotzdem bewirkt die Vorstellung von einer lachenden, kraftvollen Göttin, bewirkt etwas in mir. Und nicht nur in mir. Immerhin wird die Praxis seit, ich weiß nicht, wie viel tausend Jahren gemacht und hat Generationen von Frauen und Männern inspiriert. Das ist schon was sehr Stärkendes. Und ich, also deswegen habe ich das heute erwähnt. Es geht nicht nur darum, unser Set von Konzepten auszutauschen, sondern wir müssen auch auf ganz tiefen Ebenen von Identität und Identifikation arbeiten. Und ich finde es, also ich war ja eine sehr kämpferische intellektuelle Feministin, als ich die Buddhisten traf, mich hat es ungemein berührt und erstaunt und verwundert und erschüttert, wie so eine Praxis wirkt. Auf ganz tiefen Schichten wirkt die einfach. Einfach nur Bilder. Bilder einer Erleuchteten, die wirken. Ich weiß heute noch nicht, was Tara ist und wie das funktioniert. Aber ich lerne auch immer mehr, dass das in einer lebendigen Tradition überhaupt nicht wichtig ist, dass man versteht, wie es funktioniert. Es ist wichtig zu erfahren, dass es funktioniert. Das gibt Kraft. Und ich weiß, ich erkläre mir das immer, ich bin natürlich sehr begierig, das zu verstehen und weiß, jetzt habe ich wieder eine Erklärung dafür gefunden. Aber ich weiß einfach, das ist nicht das, was passiert. Es beruhigt meinen Intellekt. Klar, klar.
Ja. Das ganze Arsenal von Märchen, Mythen, Legenden, Religionen nutzen, um auch die Bilder kennenzulernen, die uns inspirieren. Und das, was uns inspiriert, ist hilfreich. Wenn uns das Bild von Tara nicht inspiriert, weil die, wie das Tibeter eben gerne tun, sie so immer so ein bisschen rundlich im Gesicht darstellen, was halt ihr Schönheitsideal ist, dann können wir uns eine andere Göttin nehmen. Ja, dann können wir uns Demeter nehmen oder wer auch immer, Venus. Was auch immer, mein Lehrer hatte immer die Venus von Botticelli in seinem Zimmer hängen. Die fand er ganz, sagt, das ist eine ganz besonders schöne Tara. Gut. Vor uns im Raum, auf der Höhe unserer Stirn, manifestiert sich die Weisheit des ganzen Universums in weiblicher Gestalt. Wir können die Göttin, die Erleuchtete, in der Form uns vorstellen, die uns zusagt. Für manche kann es Maria sein, der andere vielleicht eine Göttin aus der griechischen Überlieferung oder Tara. Es ist nicht so wichtig, dass wir eine Form sehen, sondern eher, dass wir eine Energie spüren. Die Energie einer Erleuchteten, einer Göttin. Einer Frau, die über alles Leiden hinaus gelangt ist, die im Frieden mit sich ist und die Realität erkennt, wie sie ist. Welche weiteren Qualitäten verbinden wir mit einer Göttin? Welche Qualitäten verbinden wir mit der Göttin, der Erleuchteten, der Freien, der befreiten Frau? Und dann achten wir darauf, wie wirkt dieses Bild, diese Vorstellung auf uns? Was löst dieses Bild einer Erleuchteten, einer Göttin in uns aus? Die Göttin bleibt weiterhin vor uns im Raum. Und jetzt erinnern wir Momente, die heute Abend für uns gut waren. Vielleicht kurze Momente der
Ruhe oder der Freude, der Einsicht, des sich erkannt fühlens. Wir erinnern Sie, wir können uns darüber freuen und stärken damit Ihren Eindruck auf uns, Ihre Wirkung in uns. Wir können die gute Energie, die wir empfinden, als Wärme oder Licht in uns, im Herzzentrum, in der Mitte der Brust uns vorstellen und spüren, wie diese Wärme, dieses Licht, diese Energie unseren ganzen Körper durchdringt. Und wir strahlen immer Energie aus, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, ob unsere Energie positiv ist, inspirierend oder negativ, blockierend. Wir können jetzt im Augenblick die Aufmerksamkeit darauf richten, dass wir gute Energie ausstrahlen zu allen hier im Raum. Sie wirkt sich als Unterstützung, als Inspiration, als Stärkung, als Hilfe aus. Als Unterstützung auf dem Weg, unsere Möglichkeiten zu entdecken, unsere Entwicklungsmöglichkeiten, unsere Buddha-Natur zu entdecken. Hilft uns, Vorstellungen zu erkennen und gültige und ungültige zu unterscheiden. Hilft uns, stärkt uns, inspiriert uns dazu, Enttäuschungen zu nutzen, um die Täuschungen zu erkennen und zu korrigieren. Und schenkt uns den langen Atem, uns selbst immer besser kennenzulernen. Leiderzeugende Gewohnheiten abzulegen und Gewohnheiten anzunehmen, die uns und anderen Freude bringen. Und unsere aller Energie strahlt auch aus zu allen Menschen, mit denen wir eng verbunden sind, egal wo sie im Augenblick sein mögen. Wirkt sich als Unterstützung, Inspiration aus auf alle, die wir kennen. Auch auf die, die wir nicht kennen, die Menschen in der Gegend. Sogar auf die, die wir nicht mögen, mit denen wir Schwierigkeiten haben. Letztlich wirkt sie sich aus auf alle Wesen, die wahrnehmen können, in welcher Form und wo auch immer sie leben. Und mit dem Gedanken, dass wir immer dann andere inspirieren, unterstützen, stärken können auf ihrem Weg, wenn wir Zugang zu unseren Fähigkeiten, zu unserer inneren Ruhe und Klarheit finden, beenden wir die Meditation. Mögen alle Wesen glücklich sein.